Was wisst ihr über einen Fenyir Sybarite? Er ist ein Rebell, möchte man meinen. Das Gesicht der Rebellen. Und was ist der Grund, dass ihr ihn noch nicht ausgemerzt habt? Nun, er ist schwer zu finden. Die Rebellen sind zahlreich. Wir haben uns damals sehr schnell den inquisitorialen und ex-ekklesiarchistischen Doktrinen angeschlossen. Wir haben selbstverständlich die Wahrheit des Imperators erkannt und nun ans all die Vorräte, die wir hatten, zur Verfügung gestellt. Allerdings hat dann relativ schnell die Bevölkerung oder der stoische Rest gesagt, dass der Planet unter der Besatzung leidet. Und so wuchs dieses Rebellentum. Wir haben das unter Kontrolle. Wir haben das unter Kontrolle. Wie gesagt, wir haben auch viele der planetaren Verteidigungsstreitkräfte hier. Es gibt nichts, was ihr fürchten müsstet. In dieser Zitadelle seid ihr sehr sicher. Ganz ehrlich, wenn ihr es unter Kontrolle hättet, wäre es ausgemerzt. Nun, da müsstet ihr allerdings den Lord General in eure Überlegungen mit einbeziehen. Er hat mir sämtliche Rechte leider genommen. Ich bin nur eine Marionette in seinen Händen, müsst ihr wissen. Prinzprefekt, ihr vergesst euch. Astartes kennen keine Furcht. Das wollte ich auch nicht andeuten, verzeiht mir. Und wieso gibt ihr uns dann Gewissheiten, dass ihr uns militärisch unterstützen könnt, wenn ihr gar keine Befugnisse mehr habt? Nun, ich habe selbstverständlich die Prinzengarde. Was wisst ihr über das Ausmaß des kalten Handels auf dem Planeten? Das sind Gerüchte. Nun, man sagt, dass die einzelnen Fischer hier und da mal an dem Strand einige metallene Artefakte auflesen und sie dann weiterverkaufen. Zu Schwarzmarktpreisen. Aber das habe ich unterbunden. Habt ihr jemals von einem Schlüssel gehört, der in keine Tür passt? Dazu weiß ich nichts. Ich möchte ihn mal eindringlich mustern, wenn er sagt, dass er das unterbunden hat, denn wir haben ja den Beweis dafür, dass das eben nicht unterbunden ist. Also ich halte ihn mittlerweile, sage ich über internes Funk, für einen Schwachkopf. Warum sind wir hier? Eure Hoheit. Nun, ich wollte euch wie gesagt anbieten, dass ihr meine Ressourcen zur Verfügung gestellt bekommt. Vielleicht im Ausgleich für ein Entgegenkommen von eurer Seite aus? In welcher Weise? Nun, ich würde euch bitten, dass ihr beim Lord General vorsprecht und ihn davon überzeugt, dass die Prinzengarde von ihm unangetastet bleibt. Versteht ihr? Das erste Karlaker Regiment wurde wieder und wieder ausgehoben, wieder und wieder zerstört und vernichtet. Zunächst auf der Zornbringer, dann bei einem Tyrannidenansturm und später dann auf der Todeswelt, der Ravicene. Das ist jetzt das vierte Mal, dass sie ausgehoben wird und ich möchte darum bitten, dass der Lord General sie nicht verheizt, sondern mir überlässt. Wir dienen alle den Imperator. Wenn er es will, folgen wir. Mir ist es egal, ob es eure eigene Armee ist oder nicht. Nun, aber wir brauchen doch auch eine planetare Verteidigungsstreitkraft, die mir unterstellt ist. Ich habe euch damals mit diversen Gütern unterstützt, mit Berichten. Und ich bin dazu immer noch in der Lage. Eure Hoheit hat sicherlich gute Kontakte zu seinem Volk. Selbstverständlich. Dann wird eure Hoheit sicherlich in der Lage sein, einen Menschen namens Lazarus Dain auszumachen? Dazu bin ich in der Lage. Er ist ein Fremdwäldler? Vermutlich. Dann werden wir ihn finden. Dann möge euer Hoheit uns kontaktieren, sobald dies geschehen ist. Selbstverständlich. Gebt ihr mir euren Vox? Ja, das wird gemacht. Und wir werden sehen, ob den Bedürfnissen und Wünschen eurer Hoheit nachgekommen werden kann. Ich bedanke mich ganz recht herzlich. Ich weiß, das ist nicht selbstverständlich, aber wenn jemand mit dem Lord General sprechen kann, dann doch ihr, Engel von eurem Format, Deathwatch Space Marines. Ihr seid wahrlich einzigartig. Und so heroisch. Wenn die Zeit es erlaubt, wir sind sehr in Eile. Verzeiht uns. Lasst uns gehen, Brüder.
Ja, ich ziehe dann auch zwischend, setze dann auch zwischend meinen Helm wieder auf und wende mich den anderen nach auf dem Weg nach draußen. Ja, was sagt denn mein forschender Blick, der gelungen ist, bezüglich dieses Mannes, vor allem des kalten Handels? Ja, er weiß, dass der kalte Handel nicht unterbunden ist. Er hat da wohl selber nichts mit zu tun. Er kann es aber schwerlich unterbinden, gerade auch wenn ihm jetzt die Leute fehlen. Die wurden wohl alle dem Lord General überantwortet und er würde gerne helfen, kann es aber nicht. Und das war eine Lüge. Okay. Ja, dann wende ich mich ebenfalls zum Gehen als zu den anderen. Und wie es üblich ist, wenn wir eben nicht mit anderen quatschen über das Internet der Works. Ich glaube nicht, dass wir auf Informationen, die der Mann uns gibt, irgendwas geben können. Er lügt uns dreist an, um im besseren Licht darzustellen. Er weiß ganz genau, dass der Handel mit diesen Xenos-Artefakten nicht unterbunden wurde oder dass er ihn nicht unterbunden hat. Irren ist wahrhaftig menschlich. Wir können uns allerdings darauf verlassen, dass er motiviert ist, uns diesen Dein aufzutreiben. Immerhin etwas, aber wir haben genug Zeit vertrödelt. Lasst uns gehen. In der Tat. Ja, so könnt ihr die Türmstufen wieder nach unten treten in Richtung der Landeplattform mit dem Durastahl. Die Rampe wird wieder runtergefahren und ihr könnt zu Adriel Quist treten. Sie steht bereits an dem Thunderbird. Die Rampen wurden auch hier runtergelassen, sodass ihr dann direkt starten könntet. Ein Pilot hat sie wohl organisiert. Es handelt sich dabei wohl um eine Ausbilderin der Janitscharen von Maccabeus. Genau. Eine makkabäische Janitschare, die dann euren Thunderbird fliegen wird. Minka Trace ist ihr Name. Konnten wir einen Auspex kriegen? Selbstverständlich. Auspex ist an Bord. Soll sich derjenige mit ausrüsten, der es so richtig hält? Einmal bitte für Laien, was ist ein Auspex? Ein Auspex ist eine Mischung aus einem elektromagnetischen Sensor, einer Infrarotkamera, einem Radar, einem LIDAR, einem, Gott, wie heißt noch das gleiche Ding, das Gravitationswellen aufliest. Basically ist es ein Tricorder. Ja, Motion Detector oder so. Richtig, Motion Detector ist auch drin. Und vermutlich kannst du damit auch Bilder schießen oder so. So ein Schweizer Taschenmesser für den Space Marine. Ja generell für den den Menschen, der was zu suchen hat. Ja, also es ist eigentlich ein Scanner. Im Grunde ist es dafür da, um Dinge zu sehen, die du mit dem Auge nicht sehen kannst. Genau, du kannst auch damit auch Lebenszeichen in gewissen Umkreis wahrnehmen, die vielleicht nicht mit dem Auge zu sehen sind, aber trotzdem da sind. Wahrscheinlich kommt, was das Ding wirklich kann, am Ende darauf an, naja, welches Modell du in der Hand hast und niemand weiß mehr, welches was macht. Richtig, das ist ja bei imperialer Technik immer so. Alles klar. Ich würde den Auspex nehmen, außer von euch kennt sich jemand besser damit aus. Das Gerät dient der Ortung von Bewegung, Bio- und Energiesignaturen. Ein SD mit Auspex hält plus 20 auf Eurosignaturen und kann einen Wurf auf Tech-Gebrauch machen, um Dinge zu entdecken, die im normalen Sinn nicht wahrnehmen. Geruchlose Gase, verborgene Lebensform oder Umgebungsstrahlung. Reichweite beträgt 50 Meter, doch Mauern, abschirmende bla 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 können das blockieren. Also beides. Dann hat man so wie ich es gesagt habe. Du brauchst Tech-Use, um Dinge zu sehen, die du nicht sehen kannst, und du kriegst einen Bonus auf deine Aufmerksamkeit. Genau. Also du kriegst die Aufmerksamkeit, auch wenn du dir Tech-Gebrauch nicht hast. Ja. Das ist nämlich. Aber damit ist es irgendwie nur halb nützlich. Das ist richtig. Hat denn jemand von uns Tech-Gebrauch? Wahrnehmung geht auf eine. Ja, also ich habe keinen Tech-Gebrauch, aber ich habe eine ziemlich hohe Intelligenz. Hat Morgen nicht Tech-Gebrauch? Morgen? Nee, hat er ja nicht, war ja vorhin schon nicht. Also ich habe eine ziemlich hohe Wahrnehmung, logischerweise, als Space Wolf. Das ist das Einzige, was ich anbieten kann. Dann willst du, glaube ich, jetzt nicht Gabriel aufdrücken, der hat auch eine hohe Int. Na gut, Int, Wahrnehmung, Aufmerksamkeit ist ja auf Wahrnehmung, nicht auf Int. Ja, aber Tech-Gebrauch geht auf Int. Aber ich meine, ja gut, von mir aus. I don't know, ich mach das unter euch aus. Ich mach nur Vorschläge. Ja. Denn ich bin in beidem nicht gut. Der eine, wir können das ja aufteilen. Der eine weiß, wie man das bedient, und der andere kann dann damit wahrnehmen. Wir hätten einfach zwei mitnehmen sollen, ja? Also eigentlich kannst du schon mit deinem Diagnosehelm hast du schon Röntgenblick und all möglichen Philefants. Ja, aber nur unsere, Daten mit dem Blick. Nur von dem, wenn ich verkoppelt bin. Also meiner Brüder. Aber du kannst das haben. Ich will da nicht drauf bestehen. Ich wollte es nur anbieten. Gut, dann ja, also ich denke, es wäre das Sinnvollste, dass jemand das nimmt, der am
der eine hohe Aufmerksamkeit hat, ja? Ja, man sollte jemand mit viel Aufmerksamkeit und viel Interess haben, aber... niemand von uns. Ja, kriegen wir hier nicht. Ja. Ich habe leider nur Int von 40, mehr kann okay, ich nicht. Okay, Octavius nimmt's. Alles gut, dann müssen wir das nicht breit reden. Ja. Ja, vor euch steht dann die kleine Minka Trace. Ja, klein, durchdringend, graue Augen, schaut euch an und nickt euch fröhlich zu. Ah, schön, dass ich endlich mal jemandem dienen kann, der es versteht, Krieg zu führen. Also, wo fahren wir hin? Wo fliegen wir hin? Hauptstadt, Kenotaf. Also gut, wird gemacht. Eine Stunde bis hier. Dann setzt euch hin und genießt die Fahrt. Wirklich viel zu sehen gibt es hier nicht, außer die Exerzierplätze mit den Idioten darauf. Naja gut, wir haben auch einige von den anderen Janitscharen dabei, aber die aus Kala könnt ihr vergessen. Warum das? Nun, weil sie erst neu ausgehoben worden sind. Werden ständig vernichtet. Naja, und kommt wie gesagt ganz drauf an, was man hier auf dem Trainingsgelände so erwartet. Vor 3 Wochen hatten wir zum Beispiel Kalianer dabei. Also hier wird eine ganze Menge durchgeschleust. Bei den Kalianern schaut man auch ganz gerne mal hin. Dann hatten wir noch Tunnelratten dabei. Was haben wir denn noch? Nun ja, eine ganze Menge von alles, was das Astra Militarum zu bieten hat. Und ja, heute sind es die Janitscharen. Da bin ich ganz glücklich. Heimat und so. Aber wie gesagt, die aus Kala könnt ihr vergessen. Am Ende tun sie alle ihren Dienst für den Imperator. Tja, aber sagt wenn sie nicht mal wissen, wie sie das Lasergewehr halten sollen. Sagt mir, sind euch die Flugrouten auf dem Planeten bekannt? Es gibt viele Flugrouten. Das ist ein Festungsplanet. Könnt ihr uns etwas über die Besiedlung der Südhalbkugel sagen? Wenig. Da macht es keinen Sinn zu fliegen. Also, das Einzige, was dann irgendwie angeflogen wird, sind dann die merkwürdigen Forschungstürme. Die Bollwerke vom Adeptus Mechanicus. Warum macht es sonst keinen Sinn zu fliegen? Nun, weil dort unten außer Wasser und wenigen Inseln nichts ist, aber auch die Inseln sind nicht besiedelt. Die Stürme, die dort toben, generell, es hat alles einen schlechten Ruf dort unten. Als würde der Planet selbst uns fortjagen wollen, das war schon immer so. Sagen zumindest die Einheimischen. Ich verstehe. Ja. Also ich würde mich während des Fluges dran setzen, wie angekündigt, die Schatulle vom Gift zu befreien und je nachdem, wenn ich da eine Portion rauskriege, noch einen Injektor zu packen. Ja, ist klar, gib nochmal einen Medizinwurf. Sagen wir der, was nicht eher Chemie gebraucht. Okay, Chem-Gebrauch geht auch. Habe ich nicht, Chem-Gebrauch. Chem-Gebrauch ist aber auch nur zum Herstellen von solchen Toxinen da. Ja, Im Grunde ist es eine Herstellung, oder? Okay, ist eine Herstellung, ja. Gelingt mir das nicht, dann ist das viel zu dünn aufgetragen, um das tatsächlich noch abstreifen zu können. Und ja, ich werde da die Stunde dran halb verzweifeln, das da irgendwie runterzukratzen und am Ende merken, dass ich eine viel zu geringe Dosis habe, um irgendwas zu erreichen. Ja, also ich mache mich auf dem Flug mit der Funktionsweise dieses arg komplexen Scanners vertraut, damit ich den auch sinnvoll einsetzen kann, denn ich meine den Auspex. Mhm, alles klar. Haben wir noch ein Schiff im Orbit? Zurzeit nur das von Inquisitoren Quist. Das liegt aber nicht im Orbit, sondern immer noch auf der Dura-Beton-Plattform. Und die Donnerwort ist weitergezogen. Ja, gut. Ja, so könnt ihr die Stunde damit verbringen, zu grübeln oder aber Gifte herzustellen, in euch zu gehen. Und seht dann vor euch Kartier, das ehemals florierende Zentrum aufragen für Handel, für Künste. Ihr könnt auch noch den Ausführungen von Minka Trace zuhören. Viel weiß sie nicht, aber sie sagt wohl, dass die Bevölkerungszahl sinkt in der Hauptstadt, entweder durch Abwanderung in die Zitadellen, weil das Administratum dann die Bevölkerung dazu zwingt, sich der PVS anzunehmen, oder aber weil es Seuchen oder so etwas gibt, die dann dafür sorgen, dass die Leute nach und nach wegsterben.
Und wenn ihr Cartier anfahrt oder anfliegt mit eurem Thunderbird, dann wird der Kenotaph des Achillos selbstverständlich nach oben ragen. Das Ehrenmal, was eine enorme Größe besitzt, besonders beeindruckend auch für euch, was dann hier dem ersten Feldmarschall des Achilleskreuzzugs gedenkt. An dem hochaufragenden dunklen Monolithen gibt es nichts Verspieltes. Effektiv handelt es sich um eine himmelstrebenden Obelisken aus Stein, in denen eine immer länger werdende Liste der Gefallenen des Kreuzzugs gemeißelt wird. Ihr könnt erkennen, wie dort zahlreiche Aufbauten angelehnt sind, an denen die einzelnen Adepten die Liste minütlich erweitern, so sie dann angetragen wird. Das Zeitalter der Schatten, die Jericho-Weite, die dann hier von hier aus eben besiedelt worden ist, wenn man dann von einer Besiedlung sprechen kann. Und Cartier eben als ehemalige Hauptstadt mit einer ehemals gewaltigen Kathedrale des Gottimperators auf einem sanft geschwungenen Hügel, der allerdings untergeht unter dem riesigen Bau. Steht das frei oder ist das irgendwie mitten in der Ortschaft? Das ist leicht abseits, ganz leicht abseits, drumherum dann viel Holz. Okay, zwei Fragen. A, ist dann die eigene Landestelle in der Nähe? Wäre ich vermutlich die Pilotin dann fragen. Und B, könnte man, wenn man ein Sack wäre, davor landen? Ja, doch. Also wenn man da nicht unbedingt landen möchte, könntest du sicherlich auch auf diesem kleinen Hügel landen, ja. Okay. Also, aber wenn man es drauf anlegen würde, könnte man auch direkt vor dem Teil landen. Du kannst davor landen, ja. Wir könnten auch abspringen. Wir werden... Dies erscheint mir. Ansonsten, wenn ihr über die Hauptstadt selbst fliegt, könnt ihr noch eine Residenz von einem ehemaligen Baron erkennen, Baron Teek, wie er hier wohl genannt wird, das Fremdendreieck, wo wohl allerlei Imperiale sich da noch niedergelassen haben, also keine Einheimischen, sondern eben die dazugezogenen, irgendwelche Händler oder offizielle Repräsentanten vom Kreuzzug, Ekklesiarchie oder so etwas. Noch eine Basilika, die hier wohl auch gebaut worden ist für das Administratum, eine Gerberei, den Obsidian-Pavillon, also zahlreiche andere Gebäude, die ihr dann hier noch erkennen könnt. Ein Mausoleum. Egal, ob wir landen oder abspringen, wir fallen so oder so auf. Allerdings wird ein Abspringen uns voneinander trennen. Deswegen sollten wir landen. In der Tat. Ja, wir landen dann halt ein wenig abseits da, wo Platz ist. Und das Letzte, was wir brauchen, ist ein wütender Mob, der sich aufregt, weil wir irgendwie eine Holzhütte angezündet haben im Anflug. Nee, werde ich die nicht haben. Die schauen schon sehr skeptisch. Man beäugt euch so, als hätte man euch nur aus den Geschichten gesehen. Also, ja klar, es gibt halt die Geschichten von dem Adeptus Astartes, den heiligen Engeln. Aber man hat wohl neben den Statuen euch noch nie in real gesehen. Das könnt ihr an den Blicken erkennen. Habt ihr schon immer wieder gesehen, wenn ihr auf irgendwelchen Planeten gelandet seid, die noch nicht konform waren. Und vor allem die archaischen Planeten, da konnte man das an der Bevölkerung immer erkennen. Diese Blicke kennt ihr. Ich schlage vor, wir könnten morgen losschicken, um mit den Menschen über die anderen Astartes zu reden. Aber... Mir scheint diese haben zu viel Respekt oder Angst vor uns. Schaut sie euch an. Ihren Blicken entnehme ich, als hätten sie niemals einen Space Marine gesehen. Morgen, seid ihr dazu imstande? Natürlich, Milord. Dann tut es. Ja, und ich gehe mal mit einem freundlichen Gesichtsausdruck auf ein paar Bürger zu. Ja, die schauen dich zusammen mit zusammengekniffenen Augen an. Du siehst, dass ihre Kleidung verdreckt ist. Sie ist teilweise schlammig von dem Dreck der Erde. Sie sehen auch sehr abgemagert aus. Ja, was wollt ihr? Ich wollte fragen, ob ihr Astartes gesehen habt, die vor ungefähr einer Woche hier durch sind. Ha. Was seid ihr denn für welche? Spezialeinheit des Imperators. Wer müsst ihr nicht wissen? Vom Imperator? Sie kneift so ein bisschen die Augen zusammen. Mhm. Die haben wir wohl gesehen. Und wie viel willst du euch kosten lassen, die Informationen rauszugeben?
Drei Laibe Brot. Also, was ist jetzt? Ich habe ja ein paar Tagesrationen. Ich nehme mal so 3 Tagesrationen raus. Sie reißen die Verpackung auf, schnüffeln so ein bisschen dran. Ja. Du zuerst. Halten Sie so ein Stück von so einem Panzerkeks hin. Ja, ich esse ein Stück davon. Ja, gucken dir auf die Zähne, wie du es dann noch runterschluckst und fangen dann selber erstmal an zu kauen. Na gut, na gut. Die waren hier, ja. So grüne. Wo sind sie hin? So grüne, so groß wie ihr. Also nicht wie du, sondern wie die da hinten. Ja. Wo die hin sind. Natürlich zum Kenotaph. Und wisst ihr, was sie dort gemacht haben oder gewollt haben? Nee, wir haben von denen nicht. Wir haben noch nicht so viele von denen gesehen. Wir haben Angst vor denen. Deswegen sind wir da nicht reingegangen. Habt ihr auf den Schulterplatten eine Art Wappen gesehen, welches ihr zuordnen könnt oder beschreiben könnt? Damit kenne ich mich nicht aus. Sie hatten grüne Rüstung. Und wie viele waren's? 3. War sonst an ihnen irgendwas auffällig, außer dass sie groß waren und grüne Rüstung getragen haben? Sie waren sehr schweigsam. Sie hatten keinen Soldaten dabei, der mit uns gesprochen hat. Und also auch keinerlei andere Begleitung. Nur die 3. Ja, nur die 3. Sonst hatten die nichts dabei. Waren wie gesagt sehr still. Haben nicht mit uns gesprochen. Sind direkt darüber gegangen. Wollt ihr eine Röhre kaufen? Ich winke ab. Ich gehe einmal kurz zu meinen Begleitern und komme vielleicht gleich nochmal wieder. Okay. Ja, ich gehe zu den Astartes. Und? Hast du was rausgefunden, Borgen? Sie haben in der Tat Astartes gesehen, die zum Kenotaph geeilt sind. Es waren 3 Astartes in grünen. In grünen Servorüstungen. Aber sonst nichts weiter Auffälliges. Ein Kloster, eine Klosterzugehörigkeit konnte mir nicht beschrieben werden. Und sie hatten niemanden in Begleitung. Haben Sie gesagt, jemanden in welcher Form? Mensch, Astartes oder sonst etwas in der Art? Nein, niemanden. Nur die 3 Astartes. Konnte er auch ihre Abreise sehen? Eben diese Frage. Nee, die haben gesagt, sie sind zum Kenotaph gegangen und ansonsten haben sie sich nicht weiter mit denen beschäftigt. Weil sie zu viel Angst vor denen haben, Milords. Ah, dann müssen wir wohl mit einer nächsten Falle rechnen, wenn wir uns da jetzt umschauen. Auf jeden Fall. Ich werde mich mal daran machen, den Ort ein bisschen zu inspizieren. Und schauen, ob ich Hinweise bekomme, wo oder wann sie wieder weggegangen sind. Und vor allem, ob sie wieder weggegangen sind, von hier oben. Gut, habt ihr sonst noch Fragen, die ich den Bürgern stellen soll, oder wer ist das? Also, die haben jetzt keine Informationen, was die hier gemacht hat? Nein. Wenn ihr herausfinden könntet, wann und wohin sie abgereist sind. Oder ob sie sich noch hier befinden. Ich nicke. Ich eile zurück zu meinen, denen ich das Essen gegeben habe. Na, bist du wieder da? Ja, eine Frage noch. Habt ihr gesehen, ob die wieder abgereist sind? Oder ob sie nochmal zurückgegangen sind? Er hält die Hand wieder auf. Ich roll mit den Augen und hole eine weitere Tagesration raus. Na gut. Also, wir können euch auf alle Fälle sagen, als sie wieder weg waren, sie haben den Kenotaph beschädigt. Eingebrochen. Wir haben den Boden aufgemacht. Wir haben uns da aber nicht runtergetraut. Aber gesehen, ob die wieder abgereist sind, habt ihr nicht? Nee, haben wir nicht gesehen. Also ich nicht. Die waren echt unheimlich.
Was war an ihnen unheimlich? Waren sie genauso unheimlich wie meine Begleiter? Naja, also das Grün war jetzt, also schwarz finde ich ja schon ein bisschen beunruhigend da so, aber nee, die wirkten falsch auf mich. Versteht ihr? Ich habe zwar noch nicht so viele von euren Engels da gesehen. Da sind zwar ein paar Statuen und so drin. Und die haben alle hübsche Gesichter und so. Wir haben die Gesichter von ihnen nicht gesehen. Die hatten alle Helme auf. Aber die hatten so eine Aura. So eine böse Aura. Deswegen sind wir nicht hingegangen. Und wisst ihr, wer in der Nähe des Kenotaphs üblicherweise ist und sowas gesehen haben könnte, ob die wieder abgereist sind? Tja, vielleicht die Adepten, die Inschriften da oben machen. Die gehen da eigentlich nie weg. Wir haben immer irgendwelche Namen, die sie dran schreiben müssen. Gut, hab Dank. Der Imperator beschützt. Tschüss.